Weiter geht's in Montfaucon und wir gucken jetzt mal, was sich hier rechts befindet. Ja, ein Gerüst und... Oh, die kennen wir doch. Eine kleine alte Frau saß neben dem Pissoir, als sei sie dort zu Hause. Wahrscheinlich war sie eine Art Concierge. Jetzt tickt gerade meine Fernbedienung rum. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich muss nämlich etwas leiser machen. So. Na, sprich mit der. Tag, wie geht's Ihnen? Ich lebe, Gott sei Dank. Ich kenne das Gefühl. Schöne Aussicht auf den Place Montfaucon haben Sie hier. Ha, was ist die Aussicht wert, wenn mich das Leben nur beschwert? Hey, gehören Sie etwa zu diesen verrückten Althippie-Straßendichtern? Reden Sie keinen Unsinn, Monsieur. Ich kümmere mich um ein Pissoir. Pissoir, ja. Also, was machen Sie beruflich? Ich bin Neurochirurgin. Was haben Sie gedacht? Ich dachte, Sie halten dieses Pissoir sauber. Südalo. Sie sind schlau, Monsieur. Zu schlau, um dort hineinzugehen. Und was wollen Sie damit sagen? Hä? Oh, tut mir leid. Ich hielt mich besser zurück. Es ist eine bekannte Tatsache, dass die meisten Morde in Frankreich von Toilettenfrauen verübt werden. Liegt bestimmt an den Klosteinen. Okay. Kennen Sie diesen Straßenarbeiter dort? Bäh, dieser Hund. Andauernd kommt er angewalzt, um meine Einrichtung zu benutzen. Ist Ihre, Einrichtung denn nicht dazu da? Selbstverständlich. Aber dieser Genuss ist ungehörig. Was meinen Sie mit Genuss? Er pfeift, er seufzt, er spuckt und er schüttelt sich. Er schüttelt sich? Er schüttelt sich. Schamlos. Das ist bedenklich. Eine Schande für das ganze Land. So weit würde ich nicht gehen. Ich meine, es ist nur ein Pissoir, keine Kathedrale. Ha, Männer, ihr seid alle gleich. Wenn ihr euch nicht gerade schüttelt, dann schaut ihr euch Fußball an. Pfui. Mit ihr würde ich es nicht leicht haben. Die Dame brauchte eine jahrelange Therapie, aber so viel Zeit hatte ich nicht. Ach ja, und ihr wisst doch, egal wie sehr man schüttelt, der letzte Tropfen geht immer in die Hose. Sprechen wir sie nochmal auf die Urinale an. Sind Sie stolz auf Ihre Arbeit? Dies ist das sauberste und hygienischste Pissoir von ganz Frankreich. Das verlangt sicher viel Hingabe. Und ob. Aber je mehr Sie in diesem Beruf schuften, desto mehr pinkeln die Leute auf Ihre Mühen. Das Gefühl kenne ich. Ein Pissoir ist eine unschätzbare Hilfe, wenn man... aber was nützt das, wenn... Sie wissen schon. Dafür müssen Sie sich eine andere Einrichtung suchen, Monsieur. Wie Sie sehen, wurden die Toiletten vom Erdbeben beschädigt. Ah, hier waren also die eigentlichen Toiletten. Da. Gut zu wissen. Gehen wir jetzt mal hoch. Mir fällt gerade ein, dass ich diesen Schüttelspruch, glaube ich, schon irgendwann anders gesagt habe. Aber ist egal. Hey! Wie, was, ich? Was machen Sie da oben? Ich genieße die Aussicht. Von hier kann ich direkt in Ihr Pissoir sehen. Sie Perversling! Kommen Sie sofort runter, sonst rufe ich die Polizei! Schon gut, ich komme. Okay, dann müssen wir, glaube ich, erstmal die Olle hier weglocken. Da bin ich wieder. Gibt's hier irgendwo eine Gosse? Wie? Gosse? Ja, eine gewöhnliche Gosse am Straßenrand. Ich muss schiffen, gute Frau. Schiffen? Was für Schiffe, Monsieur? Mon Dieu! Sie meinen, Sie wollen in die Gosse? Warum in aller Hygienenamen wollen Sie eine Gosse benutzen, wenn es hier ein blitzsauberes Pissoir gibt? So etwas mag in der alten Welt als sauber gelten, gute Frau. Aber ich möchte lieber in die Gosse schiffen. Das ist unerhört. Ich werde dem nachgehen. Tun Sie das. Lauf, George! Wir haben doch keine Zeit. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Genau, hier ist nämlich ein Seil und das brauchen wir. Man weiß nie, wann man ein Seil braucht.
Und wir kommen hier nicht runter. Also müssen wir hier wieder hoch. Und dann kommt die Olle wieder. Aber das kann uns jetzt egal sein. Nee, sie kommt doch nicht wieder. Boah, da war ich aber wirklich schnell. Nein, George, George, nicht wieder hoch. So, jetzt haben wir also ein Seil, wofür auch immer. Hey, Sie! Der schläft immer noch. Kann ich mit dem hier nochmal reden? Da bin ich wieder. Nein. Wie unschön. Der gibt uns ja auch nicht den Gulli-Schlüssel, aber ich glaube, wir können jetzt das Seil... Man konnte das Seil nirgendwo festbinden. Okay, das können wir nirgendwo festbinden. Monsieur, Sie tun's schon wieder. Hey, ich habe Ihnen mal Glück gebracht. Sie könnten sich einfach kurz umdrehen. Ich könnte Ihnen kurz den Hals umdrehen. Hm. Ah, vielleicht können wir hier einfach den Strom abstellen oder sowas. Na. Mon Dieu, ich schwör's bei allen. George, nimm das! Hey, Alphonse, was machst du denn da, du Idiot? Als der Arbeiter gerade wegschaute, lieh ich mir seinen Gullideckelschlüssel aus. As usual. Komisch, immer wenn ich die Welt rette, werde ich zum Kleptomanen. Das macht nicht, George. Macht nichts. So. Hör zu, Alphonse. Ich will mich nicht mit dir streiten. Sorg dafür, dass das nicht nochmal passiert, ja? So, jetzt verbinden wir das Seil mit diesem Gullideckelschlüssel. Und solange der Mann da rumläuft, können wir irgendwie hier nichts machen. Jetzt aber. Dann verbinden wir den Gullideckelschlüssel mit dem Seil. Ich hatte Kraft, um den Deckel zu heben. Aber ich hatte eine Idee. Ja, ich auch. Hey, was machen Sie da? Ich bereite nur etwas vor. Es wird Ihnen gefallen. Sie haben den Wagen verankert. Ich stelle Ihnen eine hypothetische Frage. Ihr Fahrer... Alphonse, verdammt soll er sein! ...hat Angst vor Erdbeben, stimmt's? Was würde er tun, wenn jetzt ein Erdbeben käme? Er würde den Wagen starten und losrasen wie ein... Ah! Richtig, mit einem Gullideckel als Anhänger. Dafür würde man ihn ewig auslachen. Wäre das schlimm? Nein, genau das gefällt mir an Ihrem verrückten Plan. Okay, und jetzt müssen wir, glaube ich, jetzt wollte ich gerade einen Schluck Tee trinken, weil ich dachte, George macht das von alleine. Jetzt müssen wir hier diesen Mann ansprechen. Erdbeben, Erdbeben! Was? Erdbeben? Wunderbar! Ich weiß nicht, was ich der Versicherung melden soll, Monsieur, aber das war's wert. Anscheinend war es mein Lebenszweck, Glück unter den Menschen auszusehen. Doch im Moment riecht die Kanalisation. Ja, du Kanalratte, jawohl. Und George geht mal wieder nach unten. Ja, den Ort kennen wir doch. Ziemlich gut sogar. Hier haben wir letztes Mal ein Loch gebohrt. Die Mauer war gut gebaut und sehr solide. Ja, steht da? Da war eine verblasste Inschrift, aber bei dem bröckelnden Putz konnte ich sie kaum lesen. Ich erkannte mittelalterliches Französisch und ein wenig Latein, aber es reichte nicht, um den Sinn zu begreifen. Okay. Hier wahrscheinlich dasselbe. Auf den Inschriften der Bögen war wohl einst die Wahrheit über den Massenmord an den Templern festgehalten worden. Wie so viele Wahrheiten war sie mit der Zeit verblasst. Ah, und hier ist ein neuer Ort. Ein großer, unheimlicher Schädel starrte mich an. Sein Mund war übergroß.
Okay. Es war mir zuwider, meine Hand in den Mund des Schädels zu stecken. Aber warum stellte ich mich so an? Er konnte mich höchstens verstümmeln. Keine Klinge hackte mir die Hand ab. Und keine Spinne biss zu. Für beides war ich dankbar. Aber ich fand nichts, was mir weiterhalf. Haben wir irgendwas, was wir da reintun können? Das vielleicht? Der Mund des Schädels hatte die gleiche Form wie der Steinzylinder. Aha. Allmählich konnte ich wirklich ein Buch über Geheimtüren schreiben. Das würde ich auch kaufen. Ich finde ja, die Erfinder von Baphomets Fluch sollten diese Bücher veröffentlichen. So ähnlich wie J.K. Rowling diese Bücher aus den Harry Potter-Geschichten veröffentlicht hat, so als wenn sie echt wären. Genau sowas müsste man mit den Büchern machen, die George, naja, eigentlich gar nicht geschrieben hat, aber gerne mal schreiben würde. Das wäre spaßig. Und man könnte ein Sonderkapitel mit den ganzen Artikeln machen, die Nico geschrieben hat. In der Zeitung über Clowns und Schneemänner und so. Das wäre echt cool. Wird jetzt keiner mehr kaufen, weil es viel zu alt ist. Also, weil das Spiel so alt ist. Aber hätte man das gemacht, als das Spiel frisch raus war, hätten das bestimmt ein paar Verrückte gekauft. Sind wir jetzt? Oh Gott! Hier war etwas wirklich Schlimmes passiert. Ach was, da hat jemand mit Orangenmarmelade gekleckert. Geklettert, ist klar. Nee, wir gehen nochmal zurück, weil ich wissen will, wohin der andere Gang führt. Diese Staubvölkchen sind so süß irgendwie. Wo sind wir denn hier? Die Tür stand ein Stück offen. Ich hörte Stimmen. Es waren Susarros Männer und sie hatten einen Hund mitgebracht. Hast du was gehört? Nö. Wie lange müssen wir hier noch bleiben? Hat der Boss doch gesagt, bis alles vorbei ist. Oder bis dieser Ami auftaucht und wir ihn umlegen. Ja, kannst dir ja vorstellen, was mir lieber wäre. Ja, mir auch. Ich kann den Typ nie ausstehen. Na, das ist nichts Besonderes. Du kannst niemand ausstehen. Das stimmt allerdings. Sie durften mich auf keinen Fall entdecken. Ja, dann laufen wir lieber vor den Pfosten. Nein, gehen wir lieber weg. Genau, wir können uns das Blut nochmal angucken. Auf dem Boden war eine große Blutlache. Das war bestimmt kein Hühnerblut. Eine Blutspur führte von hier fort. Also wäre es Hühnerblut, wäre es genauso schlimm. Oder weggeschleift worden. So. Wir folgen der Blutspur, das hat schon bei Silent Hill immer. Naja, kein Glück gebracht, aber uns weitergeführt. So, was ist hier? Hier hat jemand die Tür eingetreten. Das ist ein Duschraum. Okay. Spinde, die können wir uns aber nicht angucken. Okay. Ich war zu spät gekommen. Susarro und seine Männer hatten die armen Teufel gnadenlos umgebracht. Wie konnte jemand nur so etwas tun? Es war ein Templer. Jemand hatte ihn erschlagen. Susarros Männer waren nicht zimperlich. So ungern ich es auch tat, ich musste die Leiche durchsuchen. Du bist doch abgehärtet, George. Er hatte nur einen alten, rostigen Schlüssel bei sich. Alter, rostiger Schlüssel. Passt der hier rein? Sinnlos, die offene Tür zuzuschließen. Ja gut, hätte ja sein können, dass du mir sagst, ob der passt. Was ist das denn da? Es war eine schicke Kaffeemaschine. Susarros Männer hatten sie völlig zertrümmert. Offenbar waren es keine Kaffeetrinker.
Sie war zu lädiert, um zu funktionieren. Außerdem raste mein Herz schon genug. Da brauchte ich nicht noch Kaffee. Ach, George, Kaffee geht immer. Es war ein Templer. Jemand hatte ihn erschlagen. Es war ein Templer. Ach ja, sag das bitte nicht so gleichgültig. Hat er das jetzt bei jedem? Ich wollte ihn in Frieden lassen. Was ist das denn? Im Kamin hatte ein Feuer gebrannt. Es schwelte noch. Der Angriff musste innerhalb der letzten paar Stunden erfolgt sein. Er sieht eklig aus. Susarus Männer waren nicht zimperlich. Okay. Gehen wir noch dahin, dann muss ich auch schon wieder Schluss machen. Einer von Susarus Männern bewachte die Küche. Solange er dort war, kam ich nicht durch. Ich musste ihn irgendwie ablenken. Okay. Ich weiß auch schon wie, meine Lieben, aber das machen wir im nächsten Part. Und bis dahin muss ich auch dringend mal speichern, denn, ja, es wird viel passieren.